Schön, dass Sie mit dabei sind. Willkommen zu Ihrer Lokalzeit live aus Bielefeld. Würden Sie so wohnen wollen? Monatelang kein warmes Wasser, Schimmeln an den Wänden und an der Decke, Fenster und Türen kaputt und keiner macht was dran. Etliche Familien eines Wohnblocks leben so in Bielefeld-Jöllenbeck und das schon seit Jahren, sagen sie. Das Schlimme, die Verantwortlichen wollen von den Zuständen nichts gewusst haben. Tja. Morgen geht die Schule wieder los und ausgerechnet jetzt hat die kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe einem Busunternehmen gekündigt. Zuvor waren mehrere Fahrten ausgefallen und Fahrgäste hatten sich beschwert. Jetzt musste ganz schnell Ersatz gefunden werden. Die sogenannten Kampfhunde sind bei uns in Nordrhein-Westfalen als gefährlich eingestuft. Sie dürfen deshalb nur aus dem Tierheim vermittelt werden und müssen dann trotzdem noch verschiedene Tests absolvieren. Der Hund und auch der Halter. Und auch zugezogene Hundebesitzer sind davon nicht befreit. Trotzdem nehmen viele die Prozedur gerne in Kauf, weil sie von der Freundlichkeit ihres Hundes überzeugt sind. Das eher nicht so tolle Wetter hat in den Sommerferien nicht nur vielen von uns die Urlaubszeit vermiest, auch die Getreideernte der rund 7200 Landwirte in Ostwestfalen-Lippe fällt eher bescheiden aus. Ja, und es gibt ja nicht nur Ackerbauern, sondern auch Landwirte mit Vieh. Und auf so einem Hof in Warburg im Kreis Höxter ist heute Abend unsere Reporterin Sonja Engelke. Sonja, sind die Viehbetriebe denn auch so sehr vom Wetter abhängig oder wie sieht es bei denen aus? Schmecken dann wenigstens. Dankeschön. Sonja Engelke war das. Wir bleiben draußen, denn heute hat unser Fernsehgärtner Rüdiger Ramme seinen letzten Einsatz im Vorgarten von Esther und Florian Engel. Seit März hilft er dem neu aufs Land gezogenen und bisher völlig gartenunerfahrenen Pärchen, den Vorgarten aufzupeppen und das für möglichst wenig Geld. Jetzt ist er fast fertig. Es fehlt nur noch die richtige Heckenpflege. Wenn es um den Garten geht, dann ist Rüdiger Ramme immer eine gute Wahl. Aber was sind das eigentlich für Menschen, die wir bei der Bundestagswahl am 24. September wählen können? Das können Sie sich auch dieses Mal wieder beim WDR-Kandidatencheck im Internet angucken. 30 OWL-Politiker stellen sich dort unseren Fragen. Das Konzept kam schon so gut an, dass der WDR dafür bereits den Grimme Online Award gewonnen hat. Und so geht's. Gesagt, dann schon richtig frisch werden. Wir hoffen, Sie haben trotzdem einen schönen Abend. Hier geht's jetzt weiter mit der Tagesschau und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder 19:30 Uhr. Tschüss, bis dann.